Das ist Timo Ameroso. Leidenschaftlicher Reiter. Sehr gut. Trainer. Und er wird gerufen, wenn andere nicht mehr weiter wissen. Denn er versteht die Sprache der Pferde. Der hessische Pferdeflüsterer im Rollstuhl. Ohne den Unfall wäre ich sehr wahrscheinlich nicht mal halb so stark, wie ich das heute bin. Dies ist seine Geschichte. Fast 2 Jahre lang haben wir Timo Ameroso begleitet. Seine Ausstrahlung ist außergewöhnlich. Eine Kombination aus Überzeugungskraft, Durchsetzungsvermögen, Überlebenswillen und dem festen Glauben an sich selbst. So, jetzt kommen wir der Sache langsam näher. Und das trotz des schweren Schicksalsschlags, der ihn schon mit 16 Jahren nach einem Motorradunfall zu einem Leben im Rollstuhl verurteilte. Ich weiß heute, und das weiß er auch, dass der Rollstuhl ihn in diese Ruhe gebracht hat. Und das ist dieses Erfolgsgeheimnis, weil er sprichwörtlich gelernt hat, die Dinge auszusitzen. Er ist wie ein Löwe. Sein Sternzeichen ist Löwe, so ist er auch. Also immer nach vorne, den kriegt man nicht klein. Wenn der Timo sagt, ich fliege auf den Mond, und dann fliegt der auf den Mond, da können 100 Leute sagen, das geht nicht, der macht das dann. Calma, super. Was ich an ihm sehr positiv auch finde, ist, dass er so zuversichtlich an Dinge herangeht. Der braucht keinen super Plan, sondern der hat ein großes Vertrauen zu sich und auch zum Leben. Obwohl er sitzt, obwohl er einen Rollstuhl hat, merken die Pferde sofort, der ist zwar viel kleiner als ich, aber er hat eine wahnsinnige Ausstrahlung, eine wahnsinnige Kraft und das zieht Pferde extremst an. Timo kann von 0 auf 100 in 2 Sekunden. Der hat ja italienisches Temperament, wie sein Papa. Und das hat er ihn halt so weit gebracht, wie er jetzt ist. Ja? Und ich bin wirklich stolz auf meinen Sohn. Wirklich. Das Fohlen berührt die Mama. Und es sieht jetzt wie folgt aus. Soll ich langsamer sprechen, wegen Mitschreiben? Ist okay, alles klar, super. Seminare und Workshops sind heute der Alltag, ja, genau, des Pferdeflüsterers. Weil Pferde immer schneller und stärker sind wie wir. Und wann immer es geht, das Training von Problempferden, die Timo Ameroso in den meisten Fällen direkt vor Ort in Zusammenarbeit mit ihren Besitzern betreut. Das Schwierigste an der Arbeit mit unseren Pferden ist immer die Arbeit an uns. Wenn wir dem Pferd gegenüberstehen, schauen wir immer nur in einen Spiegel. Wir sehen uns selbst. Warum ist das so? Ganz einfach, weil es Beutetiere sind. Und die stehen extrem stark in Wechselwirkung mit ihrer Umgebung. Und die passen sich permanent uns an. Wir gucken nur in den Spiegel. Timo und Gloria sind unterwegs nach Pfinztal im Landkreis Karlsruhe. Es geht um Lucky, einen 6-jährigen Wielkopolski-Wallach und seine verzweifelte Besitzerin Ariane. Keiner kommt mit dem Pferd klar. Das Pferd tritt, beißt, steigt, ist aggressiv gegen jeden und er lässt eigentlich keinen mehr an sich ran. Und du bist ihre letzte Chance. Wie sich das von dir anhört und von dem, was ich im Bogen lese, ist es so oder deutet alles darauf hin, dass das keine Aggression ist, sondern Angst. Weiß ich daher, dass er irgendwann mal angefangen hat. Es war eine Zeit lang gut und irgendwann ging es los. Und das deutet immer auf Angst hin oder kann ein Hinweis auf Angst sein. Von daher könntest du gute Chancen haben, dass ich das überlebe. Also von daher müsste das passen. Soll den Griff zu kriegen sein. Wir müssen nur mal gucken, welche Schlüssel passen und welche Schlösser wir auf und zu machen müssen, damit der zur Ruhe kommt. Wollen wir mal gucken. Wir sind ja gleich da. Hallo. Morgen. Morgen, ich bin die Ariane. Timo, wir können du sagen? Ja, sehr gerne. Super, sehr gut, perfekt. Gloria hat mir schon so ein paar Sachen erzählt.
Wir gucken mal, wie es aussieht. Ich kann dir nichts versprechen, aber wir gucken mal, was wir tun können. Was immer problematisch ist oder schwieriger ist, ist, wenn vorher, wenn man schon lange dran rumprobiert hat, dann muss man nicht nur die Ursache bekämpfen, sondern auch immer die Altlasten. Gucken wir uns aber heute an und ich habe schon gehört, dass der so hier und da spektakulär ist. Wir gucken mal. Ariane, drei Pferde. Welcher der drei ist es denn? Der rechte, der schwarz-weiße. Der bunte. Okay, der extravagante der sozusagen. Der polnische Buntscheckel. Okay, super. Die ersten paar Wochen waren relativ ruhig. Da hatte ich eigentlich eher den Eindruck, er ist komplett ängstlich. Also den haben wir raus aus dem Hänger und zack, in die Box rein. Das Pferd war nicht mehr gesehen. Halfter hat er auf. Weil, oh Gott, das ist sozusagen unser letztes Problem, dass er... Am Anfang hat das Halfter geduldet. Ja. Je länger er jetzt bei uns war, desto mehr Spektakel wurde das. Und ich weiß einfach nicht warum. Wenn man den jetzt in der Box versucht aufzuhalftern, dann kommt einem ein zähnefletschendes. Okay. Also ein Pferd ist nicht von Anfang an aggressiv oder ängstlich, sondern da muss immer was im Außen passieren. Das heißt, es muss irgendwas passiert sein, was ihn dazu bringt, eben dieses Abwehrmuster zu zeigen. Oft ist es so, dass gesagt wird oder dass man den Eindruck hat, wenn Pferde beißen, steigen und so scheinbar aggressiv sind, dass die aggressiv sind. Sehr häufig ist es aber so, dass das Gegenteil der Fall ist, also dass das auf Angst beruht. Müssen wir uns mal angucken. Und angucken, das bedeutet, dass sich Timo jetzt erstmal selbst ein genaues Bild von Luckys Verhalten machen will. Das wird im Ring passieren, den Timo für solche Zwecke mitbringt und den er vor Ort für sich und das Training mit den jeweiligen Pferden aufbauen lässt. Wir sind jetzt hier im Ring. Ganz wichtig, da ich ja zum einen langsam zu Fuß bin, ist es von großer Bedeutung, dass das Pferd nicht wegkommt. Das heißt, wenn er aggressiv ist, muss er bei mir bleiben. Wenn er große Angst hat, muss er ebenfalls bei mir bleiben. Deshalb sind wir hier im Ring. Und jetzt... Hol mir das Pferd, dann wollen wir mal gucken. Deshalb einmal raus und dann Rock'n'Roll. Ich würde jetzt beginnen mit ihm, würde jetzt sehr zügig beginnen, weil der schon anfängt, sich aufzupumpen, damit das noch handelbar bleibt. Ab jetzt geht es bei Lucky um Unterordnung. Wie das Leittier in der Herde bestimmt Timo für ihn Tempo und Richtung. Mit dem Ziel, Lucky soll ihn akzeptieren. Er soll ihm vertrauen und er soll lernen, dass er keine Angst vor Timo haben muss. Und Lucky soll, wenn Timo es will, stehen bleiben und mit seinem neuen Leittier Kontakt aufnehmen. Wird er das tun? Etwas zögernd zwar, aber Lucky bleibt stehen. Und er sucht Timos Nähe. Aber lässt er sich jetzt auch endlich mal von Timo, ohne Zurückschrecken und Beißen, das Halfter abnehmen? Jetzt befreien wir dich erstmal von deinem Halfter. Also Stresspegel ist unten, noch nicht ganz weg, aber deutlich besser.
Aber man sieht, der entzieht sich noch ein bisschen. Aber das ist immer das, wo ich so Schwierigkeiten hatte, genau mit diesem, er bleibt stehen und man merkt, er hat trotzdem Angst, weil er zuckt ja auch bei jeder Bewegung. Genau, das, weil der Stresspegel noch hoch, also prinzipiell hoch ist bei ihm. Ja. Weil er denkt, überall sind Feinde, die ihn fressen, die ihn verprügeln oder sonst irgendwas. Das ist das, was ich vorhin sagte bei unserem ersten Gespräch, dass wir nicht nur die Ursache finden müssen, sondern eben auch Altlasten wegmachen müssen. Das ist der springende Punkt. Und jetzt ist was Interessantes. Und zwar, wie du siehst, verfolgt er mich, egal wo ich mich hinbewege. Ja. Hat damit zu tun, dass ich zu seinem Mittelpunkt geworden bin. Mhm. Und das ist ganz entscheidend für alles Weitere, was jetzt kommt. Also das ist der Anfang unserer Liebe sozusagen. Aber Lucky muss auch lernen, Ariane zu lieben. Deshalb ist sie jetzt dran. Wird sich Lucky von Ariane das Halfter auch wieder anlegen lassen? Komm und bleib einmal stehen, Ariane. Geh mal ein Stück auf ihn zu, aber noch nicht weiter auf ihn zu. Weiter, gut. Halt ihm deine Hand hin. Genau. Jetzt streichel ihn am Kopf. Kontakt hat er aufgenommen, du kannst ihn am Kopf streicheln. Sehr gut. Geh näher. Ganz wichtig ist, dass er immer zuerst Kontakt aufnimmt. Vorher fassen wir nicht an. Ganz entspannt, geh näher. Ich würde fast wetten, dass er brav ist. Kaut und leckt, sehr gut. Kauen und lecken ist immer ganz wichtig. Das ist ein Zeichen für Entspannung. Standardfrage, gleich, besser oder schlechter? Viel besser. Okay, sehr schön. Also haben wir das schon mal gemacht. Kurz zur Erklärung nur, er ist morgen wieder der Alte. Zwar nicht mehr ganz so dramatisch, aber der rutscht wieder zurück. Das ist ganz normal, das hängt mit dem Gehirn zusammen. Deshalb legen wir nachher einen Plan fest, wie man die nächsten 6-8 Wochen mit ihm arbeitet, um das jetzt, was wir jetzt haben, zu stabilisieren. Okay? Gut. Alles klar. Bring ihn einmal raus. Mal gucken, der ist ja stürmisch reingekommen, wie es jetzt rausgeht. Super. Einmal Stopp kurz, Ariane, bleib stehen. Und weiter geht's. Jawohl. Und auf die Weide und ab dafür. Ich finde es einfach sehr beeindruckend, weil es ja war ja wirklich ein Pferd, mit dem ich mich letztendlich nicht mehr habe umgehen trauen. Also der ist auf uns los und ist gestiegen und hat gebissen und geschlagen. Und was man jetzt aber auch wieder gesehen hat, dass man die Angst schon auch immer ihm angemerkt hat. Und ich fand es einfach schwierig dann im Umgang, weil ich will so ein Pferd dann nicht schlagen, wenn er nach mir schlägt, weil dann gibt es einfach so eine Kaskade. Und da haben wir jetzt halt lange eine Lösung gesucht und ich hoffe, wir finden sie, weil das war jetzt schon sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Weil er auch einfach entspannter ist und ich wünsche mir das ja einfach nur für ihn, dass er ein bisschen Ruhe und Zufriedenheit findet und von seinem blöden Getue, also es war ja wirklich gar nichts mehr möglich am Schluss, kein Aufhalftern und er hat gebissen wie so ein Krokodil um sich geschnappt, das kann man sich jetzt schon gar nicht mehr vorstellen. Das stimmt, toll. Schwierig immer noch. Timo hat ja auch gesagt, es kommt wahrscheinlich wieder. Und ich muss ja wirklich sagen, wir hatten Angst. Ich habe mein Leben lang Pferde gehabt, immer seit ich 10 bin. Und sowas ist mir noch nicht passiert. Dass ich sage, jetzt geht's nicht mehr. Also das war jetzt schon spektakulär mit ihm. Da habe ich jetzt schon. Und es sind ja wie gesagt 2 Jahre. Ich bin auch jetzt einfach so emotional ein bisschen. Es reicht jetzt, man kann nicht mehr. Ich habe viel probiert, habe auch schon andere Leute da gehabt und viele unterschiedliche Sachen ausprobiert. Und weil ich halt gemerkt habe, so mit meiner alten Herangehensweise, das klappt irgendwie nicht. Was könnte man denn machen? Probiert man dies, probiert man jenes, redet man mit den Leuten. Und alles war nichts, sonst hat sich nur hochgeschraubt. Und ich dachte, nee, irgendwie. Und wie gesagt, am Schluss ist jetzt nur noch auf uns los. Wenn man dann auf die Koppel ist, erstmal kommt hier dann so ein wild gewordener Stier auf einen zu, wenn man den Strick in der Hand hat. Und ich sage, jetzt ist es gut. Und darum kriegt Ariane von Timo jetzt erstmal ein paar gute Tipps für das weitere Training mit Lucky. Ganz wichtig ist, Ariane, man hat ja gesehen, der hat mich nicht angegriffen im Ring. Er hatte Angst, aber hat mich nicht angegriffen. Und das hat einen bestimmten Grund. Und das ist auch der Grund, warum das über die letzten 2 Jahre permanent schlimmer wurde. Und zwar neigen wir Menschen dazu, Druck zu stark aufzubauen, gerade wenn wir Angst haben. Das heißt, ein bisschen überspitzt, wir sagen, auf, peng. Das heißt, das Pferd hat keine Reaktionszeit.
Deshalb habe ich das anders gemacht. Wenn man genau hingeguckt hat, sieht man es. Ich habe ihm erst eine Richtung gezeigt, weil ich möchte, dass er auf den Finger reagiert. Habe dann einen verbalen Impuls und dann bin ich erst mit dem Stock gekommen. Das ist ganz wichtig. Druck muss in Phasen steigen. Doch alle graue Theorie nützt gar nichts, wenn es in der Praxis nicht klappt. Deswegen ist jetzt Ariane dran. Leute, bleibt bitte bei Ariane und schickt den hier vorbei an mir. So, Phase 0, Phase 1, 2, sehr gut. Ja, läuft doch. Dranbleiben, weiterlaufen lassen. Gloria ist bei dir, kann nichts passieren. Und hier unten bei mir drehen lassen. Richtungswechsel. Jetzt einleiten. Und kurze Pause. Bleibt einmal stehen, bitte. Sehr gut. Fühlt sich gut an. Jetzt muss da nur noch ein bisschen mehr System rein. Ja. Aber wichtig war, den jetzt unter Kontrolle zu bringen. Jetzt ist eins ganz wichtig, jetzt ist der Kollege ruhiger, dass wenn du dich ihm annäherst und du hast Angst oder ein ungutes Gefühl, hältst du einfach weit Abstand. Mhm. Es ist sowieso in der Phase jetzt günstig, ihn auf Abstand zu halten. Er wird versuchen, dich einzukreisen. Das ist normal. Das hat was mit Herdendynamik zu tun. Das tut er, um dir zu zeigen, dass er stärker ist. Mhm. Macht aber nichts, weil du hast den längeren Atem. Ja? Und den längeren Atem braucht Ariane bei Lucky auch. Aber für den Anfang sieht das neue Verhältnis der beiden zueinander schon sehr gut aus. Ich gebe ihm die Hand hin. Genau, Ariane. Geh einmal darüber Richtung Hufschlag. Sehr gut, das ist Fixierung. Er versucht dich jetzt mit zwei Augen im Fokus zu behalten. Gut, einmal in meine Richtung. Genügt. Stehen bleiben. Anfassen. Super. Halfter aus, ab auf die Weide. Ui. Würde sagen. Ui. Na, ist doch, läuft doch gut. Prima. Okay? Okay. Super. Komm, Bubli. Komm, hier geht's. So, wie war's für dich, Ariane? Also für mich war es jetzt sehr, sehr interessant. Also er hat sich jetzt so schnell gewandelt und ich habe auch einfach bei mir viele Sachen entdeckt, die ich vorher falsch gemacht habe. Okay. Wie gesagt, einfach, dass ich ihn bedrängt habe. Das mit dem Abstand war mir nicht so bewusst. Ist tatsächlich so, dass das, was man sieht, auf Angst aufbaut, weil er schnell sehr gestresst ist und die Augen weit aufreißt. Das war heute Morgen im Ring sichtbar. Ist aber jetzt ist kein Problem, da geht nichts dran kaputt. Da muss man jetzt mit ihm einmal durch. Das heißt, er wird jetzt mehr und mehr seinen Fluchtreflex abbauen und er wird auch seinen Herdentrieb abbauen. Das kann man auch nicht erzwingen, sondern das passiert von selbst. Das ist ein Prozess, weil es wichtig ist, dass er mehr zur Ruhe kommt. Wie gesagt, wie lange es dauert, weiß ich nicht. Wir werden es aber durchziehen, bis wir da sind, wo du hin willst. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist auch mit dem locker zu erreichen, auch das ist kein Problem. Es ist nur eine Frage von Strategie und Strategieanpassung. Genau. Das klingt sehr beruhigend. Sehr schön, ja. Perfekt, dann würde ich sagen, hören wir uns und sehen uns in 6-8 Wochen. Ja, okay? Gut. Super. Prima. Vielen Dank, Timo. Ja, gerne. Schon 3 Wochen später haben sich Timo und Ariane zu einem Videochat verabredet. Ariane benötigt dringendst erneuten Rat von Timo für ihr weiteres Training mit Lucky, der wieder anfängt, seine aggressiven Verhaltensmuster an den Tag zu legen. Wie läuft's denn, Ariane? Wie ist denn so die Entwicklung der letzten Wochen? Also die Entwicklung war eigentlich sehr gut, bis vor einer Woche ungefähr. Also sobald ich so ein bisschen zögerlich bin und kurz überlege, wenn ich nicht ganz genau weiß, was ich von ihm will und in welcher Ecke ich umdrehe, dann weiß er das schon und ist eher schneller als ich und da hat er wieder Oberhand. Ganz wichtig, Ariane, wenn er läuft, die Hand runternehmen und auch den Stock runternehmen, wenn er läuft, nur den Stock hinter dir herziehen. Ich schreibe dir das nochmal mit auf. Das könnte so ein kleiner Hinweis sein. Ja, genau, und dann steigt er nochmal, dass der Druck ein bisschen zu hoch ist. Aber das ist kein Vergleich zum Anfang. Ja, ich finde auch einfach selbst, auch wenn er steigt,
steigt er anders. Das sieht irgendwie anders aus. Also wichtig ist, Ariane, keine Impulse zu geben, wenn er läuft. Das heißt, den Arm wieder reinholen und den Stock nur hinter dir herziehen. Okay. Jetzt gibt es noch mal ein Konzept, damit das Steigen weiter abnimmt. Mhm. Und danach gibt es ein Konzept, wo das Reiten wieder initiiert wird. Und genau, mit diesem, vorbereitet. Ja, wir kommen auf jeden Fall noch mal, Ariane, wir machen einen Termin aus. Genau, dann würde man das Konzept jetzt abarbeiten, bis wir da sind. Timo wird mit Ariane weiter an einer Lösung für Lucky arbeiten. Aber ob es Ariane wirklich schaffen wird, dieses Pferd zu zähmen und womöglich sogar zu reiten? Wir werden sehen. Biebesheim am Rhein, knapp 15 Kilometer südwestlich von Darmstadt. Hier hat sich Timo Ameroso sein eigenes kleines Pferdereich geschaffen. 1998 konnte er das Grundstück günstig pachten. Mit seinem Vater und zwei Freunden baute er einen Stall und diesen Ring. Dort trainiert Timo seine Pferde. Und in diesem einfachen kleinen Holzring begann auch seine Laufbahn als Pferdeflüsterer. Denn dort half er nicht nur verzweifelten Besitzern mit ihren Problempferden. Dort hielt er auch seine ersten Pferdeseminare ab. Inzwischen sind es mehr als 1000 Workshops, Vorträge und Trainingseinheiten, die er in Deutschland, Österreich und der Schweiz abgehalten hat. Na, Männer. Aha. Meine Engel. Na, ihr drei. Heute leben hier Paolo, Phil und Leander, drei Hengste. Paolo und Phil sind Brüder. Sie stammen von einer Stutenfarm. Keine wirklich gute Voraussetzung für ein männliches Pferd. Es ist Paolo, der Timo neuen Lebensmut schenkt. Denn mit Paolo erreicht Timo etwas, was ihn weit über die Grenzen seiner hessischen Heimat hinaus berühmt macht. Paolo ist das Pferd, das sich hinlegt und Timo vom Rollstuhl aus aufsteigen lässt. Hoppa. Und dann nochmal auf die Wiese. Ihr zwei. Auf kommt's. Jungs. Kleiner. Hier ist mein Ruhepol, ja. Wenn hier alles klar ist, alles in Ordnung ist mit meinen Jungs, dann kann ich alles machen. Mir ist alles egal. Solange hier alles klar ist, dann ist alles in Ordnung. Dann passt alles. Ich denke oft darüber nach, was wäre, wenn es nicht passiert wäre. Was wäre aus mir geworden, was würde ich heute machen? Aber ansonsten ist der Schmerz der Vergangenheit ist weg. Ich habe viel verloren durch den Unfall, extrem viel, gar keine Frage. Aber ich habe sehr, sehr noch mehr bekommen. Ab diesem Unfall habe ich angefangen, bei Pferden Dinge zu sehen, die mir vorher vollkommen unbekannt waren. Ich kann sehen, was ein Pferd fühlt, wenn ich dem in die Augen schaue, wenn ich dem ins Gesicht gucke. Das war vorher nicht der Fall. Das habe ich sicher dazu gewonnen. Und das ist für mich eine wertvolle Sache. Klar würde ich gern wieder laufen. Es ist überhaupt gar keine Frage, um Gottes Willen. Ja. Aber ich habe auch viel dazu gekriegt. Ich profitiere von sehr vielem, von was damals passiert ist. Von sehr vielem. Er ist 16 Jahre alt. Das war ein Freitag, eben 19.05.95. In knapp 6 Wochen ist er mit der Schule fertig und nach den Ferien wird er eine Tischlerlehre anfangen. So sehen seine Zukunftspläne aus. Und dann war die Feier. Bisschen getrunken, gegessen, gelacht, gefeiert. Da war so ein hübsches Mädel und die hat mich gefragt, wem die Vespa ist. Sag ich, ja, das ist meine. Dann habe ich gesagt, wollen wir eine Runde fahren? Und klar, logisch wollte sie das, das wir ganz ehrlich gefragt. Dann sind wir eine Runde gefahren. Einmal McDonalds Parkplatz gedreht, wieder zurück. 100 Meter vor der Hofeinfahrt zu schnell gewesen. Die Brücke hochgerast. Dann oben auf der Brücke richtig Gas gegeben mit der Vespa und dann mit 80 darunter geschossen. Die
direkt in die Kurve und habe gemerkt, dass der Roller sich nicht mehr in die Kurve legen lässt. Und habe den dann zu Boden gerissen. Und dann sind wir zu zweit über die Straße gerutscht und ich bin an diesen rot-weißen Pfosten, bin ich mit der Seite aufgeprallt und zum Stehen gekommen. War bei vollem Bewusstsein und habe gewusst, ich sterbe. Mir ist das Blut aus dem Mund gelaufen. Ich habe einen Zahn verloren, das habe ich auch nicht gemerkt. Und dachte, ich sterbe, weil mir das Blut aus dem Mund läuft. Und habe kaum Luft gekriegt durch den Aufprall. Erst so nach einer gefühlten Ewigkeit, als der Schock dann einsetzte, hat das nachgelassen und ich wusste dann, ich sterbe nicht. Aber ich habe gewusst, ich sitze für immer im Rolli. Noch einmal besucht Timo mit seiner Freundin Gloria den Unfallort von damals. 24 Jahre sind seit diesem schrecklichen Ereignis vergangen. Kein leichter Weg, doch Timo will Gloria zeigen, wo alles passierte, wo sein Leben einst diese schicksalhafte Wendung erfuhr. Na, ich bin von da oben runtergeschossen. Und dann? Die Kurve noch gekriegt und ab Pfeil ungefähr über die Straße gerutscht. Ab dem Pfeil? Genau, über die Straße gerutscht, hier gelandet. Oh Gott. Ich glaube, da hat die Vespa gelegen. Und das Mädchen, das hinten drauf saß? Die ist vorgerannt auf die Party und hat Hilfe geholt. Es grenzt an ein Wunder, aber dem Mädchen von damals war gar nichts passiert. Das war ein Gefühl, als würden meine Augen hier aus dem Boden rausgucken. Da, wo du jetzt hockst, war mein Kopf. Da war mein Kopf und ungefähr da, wo das Schild fertig ist, habe ich meine Füße liegen sehen, meine Beine. An dem Bordstein habe ich mir den Wirbel gebrochen. Da bin ich drüber gerutscht. Wir sind noch zu dem Unfallort gelaufen, der war nicht weit entfernt und dann lag er einfach da. Und man hat ja das Ausmaß schon gespürt. Also man wusste auch, dass er jetzt nicht aufsteht und sagt, okay, es ist alles in Ordnung. Und als dann weitere Ärzte, Krankenwagen kamen, ich denke, dann haben wir spätestens das Ausmaß alle begriffen. Ja, das war für uns schlimmster Tag. Es kam die Nachricht, dass Timo einen Unfall hat. Und natürlich sind wir sofort hingefahren. Und da war uns aber nicht bewusst, was passiert ist. Und dann im Krankenhaus haben wir dann erfahren, was da passiert ist. Und ab dem Tag hat unser Leben sich verändert. Ich war 12 Jahre alt, als es passiert ist, war selbst in einer schwierigen pubertären Phase, wie das so ist als Kind. Und plötzlich passiert sowas. Ne? Unser Leben, unsere Kindheit war immer unbeschwert von meinem Bruder und von mir. Wir hatten eine sehr gute Kindheit. Und von heute auf morgen passiert sowas. Das war wie alles zerstört. Ich war natürlich in der Zeit, konnte ich erstmal gar nicht so begreifen, was passiert ist, ne? Mit 12. Das ganze Leben hat sich plötzlich gedreht, meine Eltern waren immer weg. Das war ganz schwer. Es ist zwar schwierig zu verstehen, aber das Leben, was er heute führen würde, würde er nicht führen, wenn er diesen Unfall nicht gehabt hätte. Also da würde er in einem Büro sitzen, was er bestimmt nicht wollte, ja, und würde da seinen Arbeitsalltag erledigen. Und deshalb sagt er immer, dieser Unfall war ein positiver Einschnitt im Leben. Ich sehe als Fußgänger. Für mich ist mein Sohn ein Fußgänger, obwohl er im Rollstuhl sitzt. Ja, weil was der macht, ich glaube, 3, 4, 10, 20 Leute auf der Welt. Weil Hut ab von meinem Sohn, wirklich Hut ab. Was der,
Bub kann, das ist die wahre Pracht. Das ist die wahre Pracht. Ja, und es ist super. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Pferdefreunde, hier aus dem bisschen frischen Biebesheim. Was Timo alles kann, das erleben wir zum ersten Mal Ende März 2017. Da hatte er gerade 4 Wochen zuvor auf seiner Facebook-Seite einen Aufruf gestartet. Und zwar suchen wir den härtesten Pferdefall in Deutschland, also wirklich den härtesten. Kein Kindergeburtstag, sondern wirklich pferdeprofitechnisch. Das wäre ganz super. Und dann suchen wir das Schlimmste der Schlimmen aus. Über 12.000 Mal wurde diese Seite aufgerufen. Auch von Tanja, die Timo am 11. Februar antwortet: Ich hätte da ein passendes Killerpony. Dominant, intelligent, temperamentvoll, ungeduldig und kann sich von jetzt auf gleich in Gottes Zorn auf 4 Hufen verwandeln. Im März wurde Tanjas 5-jährige Andalusierstute von der Community für ein Training bei Timo ausgewählt. Und das fand dann wenige Tage später im südhessischen Egelsbach statt. Wir haben halt einfach das Problem, dass sie öfters mal, ja, ich sag einfach mal, unkooperativ ist. Also wenn ihr irgendwas nicht passt, dann verwandelt ihr sich von jetzt auf gleich, ich sag immer, in Gottes Zorn auf 4 Hufen. Die beschleunigt schneller wie jeder Ferrari und dann geht's halt richtig los. Oh ja, von jetzt auf gleich. Da fällt vor Schreck selbst der filmenden Freundin das Handy aus der Hand. Kannst du einmal mit ihr eine Runde laufen? Kann Timo für dieses unberechenbare Verhalten eine Lösung finden? Genau, halte sie noch kurz. Aufgeregt, im Moment müsst ihr noch aushalten. Okay, verstanden, alles klar. Bleib mit ihr auf dem Sand, dass sie nicht ausrutscht. Sie ist lösungskreativ. Am Anfang war es nur der Versuch, sich loszureißen. Dann hat sie angefangen mit Steigen. Also sie dreht so eine 180-Grad-Wendung und rennt einen dann einfach straight um. Und das ist halt einfach lebensgefährlich. Entspann dich, alles gut. Zieh sie ab, genau. Okay, gut. Tor zu, Tanja bitte raus. Tanja, was ich jetzt mit ihr mache, das, was du jetzt siehst, ist ein Muster. Das heißt ein Abwehrmuster, beziehungsweise ganz starker Fluchtreflex. Und den müssen wir unterbrechen. Für Pferde ist das ganz normal, wenn es erschreckt, wegzulaufen. Wären wir Pferde, würden wir mitrennen. Aber da wir Menschen sind und viel zu langsam sind, ist das für uns gefährlich und schwierig. Und was wir tun müssen, ist Nerea klarzumachen, dass sie diesen Fluchtreflex abbauen kann. Um Nerea das klarzumachen, bestimmt Timo jetzt auch bei ihr wieder Tempo und Richtung, um sie unter seine Kontrolle zu bringen. Und das ist selbst für einen erfahrenen Trainer wie Timo bei diesem unberechenbar aggressiven Pferd keine leichte Aufgabe. Ich setze mich nicht drauf, solange ich die nicht vom Boden kontrolliere. Also das ist, wer vom Boden aus nicht 100% die Kontrolle hat, braucht sie nicht draufsetzen. Solche Ausraster, die sie vom Boden aus im Sattel hat, bin ich tot. Und jetzt lassen wir die in Ruhe. Solange die läuft, kann sie keine Zusammenhänge erkennen. Das heißt, sie kann nichts lernen. Das ist der Moment, wo im Gehirn wieder das Denken einsetzt. Und Denken heißt in diesem Fall Vertrauen aufbauen. Den Menschen als Leittier anerkennen, nicht mehr vor ihm wegrennen, ihn nicht mehr angreifen und den Kontakt zu ihm suchen. Sie muss wissen, dass ich sie erreiche. Deshalb berühre ich sie. Hey! Genau, jetzt wird es doch langsam besser. Es kann sein, dass das gleich noch mal schwieriger wird. Aber jetzt haben wir die erste Veränderung. Obwohl ich so gemein zu ihr bin, steht sie hier bei mir. Nie das Pferd anfassen. Hey. Bevor das Pferd keinen Kontakt aufnimmt. Aber nimmt Nerea jetzt auch Kontakt zu Timo auf? Das ist Kontaktaufnahme, ganz, ganz wichtig. Vorher fassen wir das Pferd nicht an. Tanja, bei dir alles klar? Ich habe ein bisschen Angst um dich. Sehr gut. Warte, Gloria. Okay, bitte, ja. Schnell. Passt.
Und schon lässt sie sich führen und bleibt hier, ohne rumzuzicken, und bleibt auch stehen. Alles, was man jetzt tun muss, ist genau diesen Zustand zu stabilisieren. Und das, ohne sie zu schlagen, zu schimpfen, vor allem jetzt sagen, oh, ruhig, hilft alles nichts, weil da kommt man nicht durch damit. Man muss ein bisschen Hebel ansetzen, um da oben an den Kopf dran zu kommen. Tanja, kommst du mal rein zu mir? Wer geht dir auf den Nerv? Irgendeiner, der auf den Nerv geht? Ex-Freund, irgendwas? Arbeitskollege, sehr gut, okay, super. Tanja, komm mal zu mir, an meine Seite. Komm in meine Arme. Da nimmst du das Seil. Schön lang lassen, hier nimmst du. Jetzt gehst du mal eine Runde. Und du denkst an, wer war nochmal der auf den Zack geht? Dein Arbeitskollege. Denkst mal an deinen Arbeitskollege, lauf mal. Und bleibst stehen und denkst jetzt an deinen Arbeitskollege. Und dein Pferd bleibt plötzlich ganz entspannt hinter dir stehen. Sehr gut. Tanja, noch einmal. Tja, manchmal ist die Lösung ganz einfach. Da denkt man nur mal mit entsprechendem Selbstbewusstsein an den ungeliebten Kollegen. Und schon merkt auch das Pferd, hier wird jetzt nicht mehr rumgezickt. Ab dafür. Okay? Und weiter. Deutlicher Unterschied zu vorher. Das war der ganze Zauber. Dass ich jetzt sagen könnte, da ist Knöpfchen gedrückt worden und mein Pferd ist plötzlich nett, natürlich nicht, aber hat Timo auch nicht versprochen. Hat er ja gesagt, das ist was, was installiert werden muss und was ein Prozess ist, der dauert oder der gefüttert werden muss. Ich warte jetzt einfach mal morgen noch ab und schau dann, was wir für einen Trainingsplan bekommen. Also ich glaube, schon langfristig tut sich natürlich was, da glaube ich feste dran, was ich jetzt gesehen habe, aber dass es von jetzt auf gleich ändert sich kein Verhaltensmuster, weder beim Mensch noch bei Pferd. Aber es hat sich einiges geändert. Tanja hat im Mai 2019 eine kleine Tochter bekommen. Und auch wenn sie deswegen ihr Training mit Timo unterbrechen musste, hat sie weiter mit Nerea gearbeitet, die mittlerweile mit jedem Tag freundlicher wird. Heute steht wieder einmal ein Besuch im Pfinztal an, bei Ariane und Lucky. Fast ein halbes Jahr hat Ariane jetzt unermüdlich mit ihrem Pferd nach Timos Trainingsplan gearbeitet. Weil Lucky nun schon mehr als 2 Jahre bei ihr ist, würde sie ihn auch gerne endlich mal reiten können. Mal sehen, ob es da schon Fortschritte gibt. Lucky! Hallo! Na, meine Liebe? Ja, das läuft. Gut. Bisschen genauer? Wir haben ganz, ganz hart trainiert. Sehr gut. Richtig schön. Da bin ich jetzt schon direkt selber auf mich stolz, weil wirklich hier mit Kalender und Kreuzchen einmal und frei, Training 1, 2, 3. Und jetzt seit einer Woche machen wir Urlaub. Dann gucken wir mal, dass wir den nächsten Schritt gehen. Und dann kann man den Fall auch nach und nach abschließen sozusagen. Das heißt, dass das, weshalb wir mal gekommen sind, dann erledigt ist. Mit verschiedenen Übungen will Timo nun feststellen, inwieweit das Vertrauen von Lucky sich gegenüber Ariane stabilisiert hat. Denn das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass Ariane es auch endlich schafft, aufzusitzen und zu reiten. Und das bei einem Pferd, das vor knapp 4 Monaten bei jedem Annäherungsversuch stieg und ausschlug. Hufe auskratzen, Halfter anlegen oder gar einen Sattel auflegen, bei Lucky undenkbar. Ja, mit deinem Ellbogen drückst du Richtung seine Schulter oder mit deiner Schulter an seine Schulter. So, Moment, so halten. Und jetzt runter. Sehr gut, andere Seite. Sehr gut. Bisschen Druck. Genau. Halten. Und runter. Sehr gut, super Entwicklung. Hat er nicht beim letzten Mal da immer gezedert? Ich bin ja gar nicht hingekommen. Ich habe mir gar nicht berührt. Ja, dann. Also. Und wie immer bei Timos Methode im Umgang mit Pferden, wird auch bei der Sattelübung vom Reiter viel Ausdauer und noch mehr Geduld gefordert. Das ist unser gutes Stück. Genau. Wann hast du denn das letzte Mal gesattelt? Ziemlich genau vor 1/4 Jahren. Okay, seitdem nicht mehr. Seitdem nicht mehr. Kontakt aufnehmen? Sehr gut. Hat er? So, jetzt streichst du mit deiner rechten Hand seine linke Halsseite ab, bis du eine Reaktion im Auge merkst, also bis er blinzelt. Wenn der Kopf zu dir kommt, dann bedeutet das, das ist ein Abwehrmuster,
Dann sagt er, oh, reiten, nicht so, keine gute Idee. Bleibst du aber so lange dran mit dem Abstreichen, bis der Kopf nach vorne geht. Sehr gut. Und jetzt zur Sattellage. Und wenn der Kopf jetzt vorne ist, und zurückziehen. Niemals zu schnell und niemals zu fordernd. Annähern und wieder zurückziehen. Eine Vorgehensweise, die Wirkung zeigt. Lucky akzeptiert den Sattel. Eins und runter und Pause. Sehr gut. Das jetzt zu sonst gleich besser oder schlechter? Besser. Wie viel besser? Weil er viel, viel besser. Okay. Nachdem das mit dem Sattelauflegen so gut funktioniert hat, geht es jetzt noch ans Aufsetzen. Die Voraussetzung, dass es dann auch in naher Zukunft mit dem Reiten klappt. Und auch dabei gilt wieder Timos Prinzip von Annäherung und Rückzug. Ariane, gleich Prozedere wie gerade. Geh mit, bleib dran. Und einmal auflegen, Ariane. Und liegen lassen. Sehr gut. Mhm. Genau. So, noch einmal hoch. Abstreichen die Schulter. Leg dich so ein bisschen an seine Schulter Richtung Gloria. Und streich den. Okay, alles gut? Sehr gut. Na komm. Seid ihr soweit? Okay, Ariane, noch einmal das Gleiche. Bisschen mehr drüber legen. So, genau. Sehr gut. Und wieder auf den Hocker zurück. Sehr schön. Fuß rein, bisschen Gewicht rein und nur drüber legen. Tief ausatmen. Bleib dran. Einmal hoch. So. Ganz locker. 3, 2, 1 und bitte runter. Langsam runter. Sehr gut. Das war's. Sattel abmachen, Ariane. Fertig. Ich bin richtig glücklich. Ich meine, ich habe jetzt ja auch lang auf den Zeitpunkt hingearbeitet, gell, Mama? Oder wir. Genau. Schweres Training hinter uns, würde ich mal sagen. Und das ist jetzt heute schon so ein bisschen Belohnung, gell? Belohnung für dich auch. Und dürfen jetzt, ja, irgendwann mal da raus. Wo er Feierabend hat, jetzt. Genau. Ariane, bring ihn weg. Super. Okay, gut. Komm, Pupp. Ich weiß ja immer den Ausgangspunkt, dass alles super wird und gut wird. Das ist ja keine Frage, weil ich das mit anderen Pferden schon tausendfach hinter mir habe. Aber für die Besitzer ist es so, die stehen immer im Nebel. Und der Amoroso kann immer viel erzählen. Aber umso schöner dann, wenn es dann geschafft ist. In der nächsten Folge bei Wiederfest im Sattel. Silicon Valley, das englische Vollblut- und Rennpferd, das sich nicht verladen lässt. Die grandiose Überraschung auf Timos 40. Geburtstag. Und drei Menschen, die dem Schicksal des Timo Ameroso die entscheidende Wendung gaben. Du meinst, Pferd und Rolli passen nicht zusammen. Nee, passt nicht. Aber Mann und Frau passt ja auch nicht zusammen. Und geht trotzdem. Also von daher ist das alles relativ.